am heutigen Tag werden wieder Lehrer verarscht. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cartoon Game Bash the Teacher. Leute, wir haben aktuell 357.000 Sterne und davon werden wir jetzt mal ein paar ausgeben. Und zwar für ein neues Wurfgeschoss. Eine Tasse, sehr nice. Ah, kaufen wir direkt auch den Boomerang? Ne, warte, lass uns erstmal hier ein neues Tier kaufen. Und zwar ein Flamingo und als Dekoration eine Bongo. Dann kriegen wir nämlich wieder ein bisschen mehr Kohle. Und ab geht's. Oh, ah, das ist eine Kaffeetasse. Es klingt ja, der Flamingo klingt ja richtig komisch. Oh, wieder die komische. Es gibt auch ein paar neue Animationen, die kennt ihr noch gar nicht. Ja, nee, das kennt ihr schon. Nee, das wollen wir jetzt nicht sehen. Oh Gott. Okay. Ja, die Geburtstagstorte. Hey, alles Gute. Oh. Ja, ich glaube, das ist das andere. Ach nee, oh, das ist wieder der T-Rex. Oh, das ist die andere Geburtstagstorte? Ha. Ja, tschüss. Es gibt noch Pfeile und ein Erdbeben. Nee, nicht tanzen. Oh, wir bekommen auch gleich schon einen neuen Lehrer. Aber erstmal holen wir uns jetzt den Boomerang. Zack, Alter. Oh, eine Pizza. Können wir schon ein neues Tier uns gönnen? 118? Nee. Die Schnecke kommt gleich. Hopp, 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 hopp. Oh ja, die Pfeile. Zack. Daneben und... Warum wird die denn nicht getroffen? So, Upgrade. Nee, wir holen uns das Tier. Und zwar die Schnecke. Haben wir das Spiel gleich schon durchgespielt? Warte mal, kommt hier noch? Krass, nach der Pizza kommt nichts mehr? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Oh, ach, Bash the Snail. Wir haben noch so ein Achievement bekommen. Na, aber das ist, glaube ich, wieder der Dino. Es gibt noch so ein Erdbeben. Oh. Und... Aua. Ich glaube, wir haben noch zwei Chancen. Nee, Mann, hör doch auf, immer der... Ach, bitte, bitte. Nein, nicht die Pfeile. Oh, das, sie quittet jetzt. Sie quittet. Sie hat keinen Bock mehr. Sie trinken Lünden rein. So, das war's jetzt. Zack. Nochmal, sie säuft sich nochmal. Ah. Oh, Flashback. Ja, sehr nice. Tschüss. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, die letzte Lehrerin oder den letzten Lehrer. Neun Lehrer freigeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt. Es könnte vielleicht wieder ein Mann sein. Wer bist du denn? Ah, das ist der Headmaster, ist unser Direktor. Junge, er ist einfach der absolute Endgegner. Junge, einfach alle als Super Mario. Oh ja, Alter, wir machen jetzt auch so mittlerweile so viele Punkte. Schon wieder? Ey, das wäre so lame, wenn jetzt immer das Gleiche kommen würde. Oh. Hä? Bei der Tafel. So, warte mal. Zack, das jetzt kommt. Hier hängen wir ein bisschen zurück, kann das sein? So, einfach hier den... Ah, wie heißt das nochmal? Im Englischen heißt es Cone. Oh Gott. Digga, was bist du eigentlich? Ey, mir fällt der Name gerade nicht ein. Was ist mit meinem Gehirn los? Also zu meiner Verteidigung, ich habe die letzten beiden Nächte extrem wenig geschlafen. Der Pümpel hier links. Oh, hier wachsen Blumen. Was hast du denn gegen Blumen? Boah, das wird aber noch richtig lange dauern. Guck mal, wie langsam sich das nur füllt. Aber dann haben wir das Game komplett durchgespielt. Oh Mann, ich weiß noch. Ich hatte mit... General Dida, Alter. Ja, was ist denn los bei ihm? Ich hatte bei unserem Direktor, hatten wir Sport. Und der Junge, ey.
Das war immer so. Er ist immer beim Sportunterricht, sollten wir, wir hatten so einen, ja, beim Fußballplatz, da drum konnten wir immer so laufen oder sollten dahinter laufen. Und dann ist er immer mit seinem Fahrrad neben uns hergefahren und meinte, oh, schneller, schneller, aber nicht so langsam hier. Wo ich mir so dachte, ja, was willst du denn jetzt? Liebe Grüße, ich kann das ohne Probleme sagen, weil der hat dann auch irgendwann aufgehört. Mittlerweile ist bei meiner alten Schule ein ehemaliger Lehrer der Direktor. Ich hätte auch niemals gedacht, dass der... Oh! Alter, was geht ab? Er ist einfach in der Matrix. Dass der Lehrer wird. Direktor. Was braucht man eigentlich? Kann jeder Lehrer Direktor werden? Oder gibt es dafür irgend so eine... Brauchst du eine Special-Ausbildung? Das würde mich eigentlich interessieren. Junge, Paletto will auch Direktor werden. Dafür muss er erstmal Lehrer werden. Ja, mache ich vielleicht. Nein, mache ich nicht. Obwohl ich glaube, es werden echt viele Lehrer gesucht in Deutschland. Oh, Alter, was geht denn jetzt? Oh, okay, alles klar. Oh, 200, wir haben gleich die Pizza. Wir brauchen 225.000. Ja, trink noch mal deinen leckeren Saft. Lecker. Ja, warum trinkst du das denn auch? Das ist ja wirklich jetzt nicht meine Schuld. So, 225. Ja, kurz davor. Oh, jetzt wird er noch mal aufgespießt. So, Upgrade. Einmal bitte Pizza. Oh, das ist ja... Oh, das ist aber... Okay. Lecker Pizza. Oh, ich hatte vor ein paar Tagen hatte sich eine Person in meinem Haushalt. Ich hatte mir Nudeln bestellt. Ich hatte mir einen Döner bestellt. Genau, einen Döner und die andere Person hatte sich eine Pizza Hawaii gegönnt. Und ich muss ja sagen, ich weiß, ist ein umstrittenes Thema. Und als Kind mochte ich Pizza Hawaii auch nicht. Aber mittlerweile kann ich damit was anfangen. Also das finde ich schon geil. So dieses Salzige, aber auch gleichzeitig noch was Süßes. Das ist lecker in meinem Mund. So, warte mal, wie viel brauchen wir hier noch? 165 und 165, okay. Mit der... Oh. Ich fand damals auch... Kennt ihr die Ninja Turtles? Die fand ich damals so cool, wenn die dann auch immer so Pizza gegessen haben. Weil als ich klein war, gab es bei uns in der Familie gab's selten Pizza. Also ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil es war eigentlich nicht so, als wenn wir... so sonderlich gesund gegessen hätten. Also weil meine Eltern sind mit mir auch mal zu McDonald's gefahren oder haben was abgeholt. Das war ganz cool. Weil irgendwann, es war immer so, meine Eltern mussten mega lange zu McDonald's fahren und irgendwann hat dann in der Nähe ein McDonald's aufgemacht. Junge, das war so cool. Und nein, ich mache hier keine Werbung für McDonald's, Alter. Oh, ach, 105, ich dachte 100. Ah, Mann. Oh, jetzt haben wir sie gleich. Jawohl, die 165.000. Jawohl, skipp ich. Und... Ja, die Eule oder den Teddybär. Ich hole mir hier die Eule. Die arme Schnecke wurde die ganze Zeit... Oh, Krokodil als nächstes. Ja, tut mir leid, liebe Eule. Das erinnert mich an eine Lebenslüge von mir. Ich habe immer gedacht, manchmal habe ich so vor meinem Fenster und so, gerade in Köln, immer so... gehört. Irgendwas Dummes in meinem Kopf dachte immer, das wäre eine Eule, die da nachts... macht, Junge, war einfach Taube. Das war, und das habe ich wirklich auch schon früher gedacht, dass einfach da immer eine Eule am Start ist. Es waren aber einfach immer Tauben. Oh! Alter! Nein, nicht die Eule! Tegi. Okay! Das ist jetzt aber dann doch ein bisschen dirty. Weißt du, erst wird der Arme aufgespießt. Jetzt passiert da so ein kleiner... Oh! Tschüss! Oh, die... Ja, wir werden ein bisschen länger. Ich bin allerdings wirklich sehr gespannt, ob noch irgendwas anderes kommt oder ob das Spiel hier zu Ende ist. Wäre schade, weil ich muss sagen, mir hat das Spiel eigentlich echt Spaß gemacht. So, jetzt haben wir wieder... Dann holen wir uns jetzt den Teddybären. Und kriegen jetzt 450.000 Punkte. Oh, der arme Teddybär hat auch nur noch ein Auge. Welche kranken Leute reißen eigentlich bei ihren Kuscheltieren die Augen raus? Guck mal, bei Mini-Paloo kann das nicht passieren. Ah, übrigens,
wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ab sofort wieder Mega Mini Paluten. Den konnte man ja die ganze Zeit vorbestellen und jetzt ist er direkt lieferbar. So. Jetzt brauche ich wie viel? 300.000 für die krasseste Waffe. Da bin ich mal gespannt. Ja, da sparen wir jetzt aber auch drauf, oder? Weil die anderen. 225. Nee, ich hole mir direkt die. Wir sparen auf 300.000. Das wird. Bei mir war das ein bisschen creepy, weil es so eine echte Hand war. Oh, jetzt wird er wieder weggesniped. So, wir haben die 300.000. Jetzt wird er wirklich weggesniped. Zack, Alter. Jetzt bin ich Oh, guck mal hier. Alter, als ob. Krass. Und es gibt 478 Punkte. So, wir brauchen jetzt wieder 225.000. Das werden wir wahrscheinlich auch easy bekommen. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder 130. Ich glaube, ich hole mir aber das Krokodil. Warte mal, was ist das andere? Items? Ja, so eine Candy Machine. Lieber das Krokodil. Weil die Eule geht mir auch ein bisschen auf den Sack die ganze Zeit. Und da ist das Ding. Sehr nice. So, einmal Krokodillo. Und danach auch ein Wal für 300.000. Der arme Junge passt da nicht mal richtig in den Käfig rein. Wie macht denn eigentlich ein Krokodil? Nee, warte, ich glaube, ich habe das letztens in einer Team-Paluten-Folge habe ich das gesehen. Die machen so wie Dinosaurier so ein bisschen. Wisst ihr? Aber warte mal, wir können schon wieder hier gönnen. Warte mal, holen wir uns hier? Nee, dann hole ich mir das finale Pad hier. Für 300.000 den freaking Wal. Ja, jetzt gibt es 541.000. Ich würde mir echt wünschen, dass es noch ein Bonus-Level gibt. Weil, wie gesagt, ich mochte echt diesen stumpfen Humor. Gleich haben wir es geschafft. Ich würde sagen, glaube ich, noch dieses Mal und dann das nächste. Ah, nee, noch zweimal. Und dann ist GG. Ja, das ist das vorletzte Mal. Zack. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Wind, bisschen Durchzug. Und jetzt war's das. Jetzt sagt er, I quit. Und die Schule gehört uns. Nee, doch was? Jetzt aber. Und let's go. I quit. Jawoll. Und? Defeated. All teach. Wir haben alle Lehrer fertig gemacht. Und jetzt? Bin ich der Lehrer? Teacher ein Punch? Hä? Achso, warte mal, jetzt kann ich die durchswitchen? Jetzt kommt sie doch nochmal? Krass, wir haben es echt. Ja, warte mal. Okay, komm. Ich habe hier alles, Auch alle Okay, ich muss das noch fertig machen. Ich kaufe das Ding und ich will wenigstens alles. Ich nehme den Punching Bag. Ich glaube, der rastet auch nicht aus, oder? Sondern da kann ich jetzt die ganze Zeit spammen. Tatsächlich. So farmen wir so viele Punkte. Und dann haben wir das Game. Oh, schade, Mann. Gibt es da irgendwelche Secrets? Oder gibt es einen zweiten Teil davon? Übrigens. Falls ihr noch weitere coole Cartoon-Games kennt, dann lasst super gerne ein Like da. Oh, warte. Ah, okay, ich habe ein Achievement bekommen, dass man diesen Punchbag 100 Mal wegballert. So, jetzt haben wir gleich die 300.000. Und zack. Let's freaking go. Okay, wir haben tatsächlich alles geschafft. Ich guck mal kurz. Bash the Teacher Ending. Warte mal, hä? Gibt's noch einen anderen Teil? Ich guck hier gerade The Frustrated Gamer. Da guck mal hier. Er hat TutorBot 3000. Woher kriege ich diese ganzen Sachen? Da, hier geht's noch weiter bei ihm. Da, die Gun, die habe ich. Aber Spinne, Junge. Ich will sowas. Ey Leute, falls jemand eine Ahnung hat, wie ich das freischalte, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Aber Leute, ich würde sagen, das war's. Mit Bash the Teacher. Fürs Erste, es sei denn, wir finden heraus, wie wir noch die anderen Lehrer bekommen. In diesem Sinne, Leute, das war's. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei und habt alle jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.